Herzlich willkommen bei Slevenstream Sport. Wir spielen wieder den Radsportmanager und befinden uns natürlich immer noch in Frankreich bei der Tour de France. Die ersten sechs Etappen haben wir in der letzten Ausgabe geschafft. In der Gesamtwertung stehen wir ganz gut mit da, aber das schauen wir uns gleich an. Jetzt schauen wir uns erstmal an, welche Etappen wir heute spielen werden. Die siebte natürlich, eine sehr hügelige Etappe, ist was für Ausreißer, würde ich sagen, aber die Klassementfahrer müssen natürlich auf der Hut sein. Bei der achten Etappe sowieso eine klare Bergetappe. So wie die neunte ebenfalls nach Tignes. Also auch da müssen die Klassementfahrer definitiv einen guten Tag haben. Wie geht es dann weiter? Die zehnte Etappe wäre eine Sprintetappe. Die elfte nochmal eine Bergetappe. Also ich würde sagen, wir spielen die Etappen 7 bis 10. Dann haben wir eine Hügeletappe, eine Flachetappe und zwei Bergetappen. Wir gehen dementsprechend direkt rein in die entscheidende Phase dieser siebten Etappe. Wie erwartet ist diese siebte Etappe der Tour de France kein Zuckerschlecken. Wir befinden uns aktuell hier vor dem Berg der zweiten Kategorie. Haben also schon das meiste dieser Etappe hinter uns gebracht. Über 200 Kilometer schon in den Beinen. Vier Fahrer haben sich schon verabschiedet, kann man sagen. Sind zwar noch teilweise im Feld mit dabei, werden aber jetzt gleich durchgereicht. Kemna und Lopez sind die wichtigen Fahrer fürs Klassement. Das schauen wir uns jetzt gleich noch an. Die Helfer Schachmann und Kelderman haben Tagesform plus 5. Und sind heute stärker als ihre Kapitäne Lopez und Kemna. In der Gesamtwertung sehen wir auch, dass Schachmann und Polit aktuell sehr, sehr gut platziert sind. Das sehen wir hier auf Platz 2 und 3. Wird allerdings nach vorne nicht mehr wahnsinnig viel gehen. Vielleicht kann Schachmann heute sogar die Etappe gewinnen, aber er muss sich natürlich hauptsächlich um Lopez und um Kemna kümmern. Kemna ist 9. mit 1 Minute Rückstand. Lopez ist aktuell 16. mit 1,56 Rückstand. Also die beiden sind für die Gesamtwertung natürlich wichtig, weil Polit und natürlich auch Schachmann das im Hochgebirge nicht durchhalten können. Jetzt geht es hier richtig zur Sache und wir haben echt Mühe, mit Lopez und Kemna hier mitzugehen. Wir müssen wirklich hoffen, dass wir da einigermaßen kräfteschonend weiter mit dabei sein können in dieser Gruppe. Denn es wird gleich noch steiler und jetzt greift auch noch Roglic an. Eigentlich müssten wir da mitgehen, aber dafür sind wir heute zu schwach. Wir versuchen es, ohne Attacke mitzufahren. Haben zum Glück zwei richtig gute Helfer heute mit Kelderman und Schachmann. Die könnten uns hier echt den Arsch retten. Soler bricht ein, kommt nicht mit Roglic. Aber solange Pogacar nicht reagiert, können wir es eigentlich relativ chillig sehen. Jetzt geht's kurz mal runter und dann kommt das steilste Stück. Hier sehen wir es. Das bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt verpflegen, damit wir am Ende dieses steilen Stückes hoffentlich dann diesen Boost dieser Verpflegung bekommen. So, Roglic hat sich ein bisschen aus dem Staub gemacht, ist aber noch in Sichtweite. Alaphilippe und Woods haben jetzt aufgeschlossen zu ihm. Pogacar sehen wir aktuell noch überhaupt nicht. Vingegaard ist mit dabei. Pogacar muss ja das Gelbe haben. Hier ist Bernal, hier ist Pogacar. Also gemeinsam mit seinem Teamkollegen Formolo. Da sind wir doch eigentlich ganz gut positioniert. Jetzt haben wir auch den Boost, also mitten im steilsten Stück. Jetzt sind es auch nur noch 0,3 Kilometer. Also das läuft ja hervorragend für uns. Da können wir jetzt vielleicht sogar nochmal eine Schippe drauflegen. Jetzt fahren wir hier mit Kelderman und Lopez an den ersten beiden Positionen über den Berg. Und damit holt sich Kelderman ganz nebenbei das Bergtrikot. Das ist natürlich auch lustig. Damit sind wir sehr zufrieden. Jetzt chillen wir aber ein bisschen und schauen erstmal, wer noch alles mit dabei ist. Also Pogacar fährt relativ gemütlich. Der scheint hier die Ruhe selbst zu sein, wie in der Realität ja auch. Jetzt gibt er ein bisschen Gas. 22 Mann sind es jetzt noch. Danach kommt diese Gruppe. Die wird natürlich den Anschluss gleich wieder herstellen. Das heißt, wir sind 47 Mann. Auch die Gruppe hier wird wahrscheinlich gleich wieder reinkommen mit Ewan. Das ist natürlich heftig, dass der Kerl damit drüber gekommen ist. Aber der kann das ja manchmal. Bei Milan Sanremo in der Realität hat das ja auch schon gezeigt, dass er da über die Berge drüber kommt. Und Viviani hat heute auch eine Bombenform. Da können wir ja auch schon fast davon ausgehen, dass Demar auch noch mit dabei ist. Ich sehe den gerade nicht, den Weltmeister. Vielleicht ist der auch noch mit dabei. Also in Sachen Sprintentscheidung. Da können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass dann diese schnellen Männer am Ende die schnellsten Beine auch haben werden. Auch wenn natürlich noch ein kleiner Hügel kommt. Und da könnte man jetzt eigentlich für Schachmann fahren für einen weiteren Etappensieg. Denn wenn wir hier jetzt mit schneller Geschwindigkeit hochbrettern, dann glaube ich nicht, dass die Sprinter da das auch noch überleben. Die Frage ist halt, ob da Kemna mitkommt. Und Lopez, die leiden halt schon ganz schön. Sagen wir jetzt einfach mal, wir bauen den Zug auf. So, in dieser Konstellation verlieren wollen wir niemanden, das ist das Wichtige. Aber wenn wir jetzt vorne reinfahren, haben wir, glaube ich, auch die besten Karten.
das Rennen nochmal zusätzlich schwer machen. 52 Mann sind es jetzt. Der ein oder andere wird jetzt vielleicht noch abgehängt. Aber Lopez und Kemna sollten das überstehen. Das sieht ganz gut aus. Die kommen bis zur Kuppe mit drüber. 0,8, 0,7 noch. Da beschleunigen wir jetzt nochmal richtig rein. Dann kann Keldermann sich erneut die Punkte für die Bergwertung holen. Ganz nebenbei sind wir da jetzt auch ein Kandidat fürs Bergtrikot. Lopez und Kemna haben jetzt Mühe. Das macht aber gar nichts, denn jetzt geht's bergab und das sollten sie sich eigentlich wieder erholen können. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt sind es nur noch 40 Mann und wir schalten sofort einen Gang zurück und kümmern uns jetzt wieder um Lopez und Kemna. Aber wir haben den Gegnern halt auch wehgetan, das ist immer der Punkt. Uns tut es natürlich auch weh, aber den Gegnern tut es ebenfalls weh und das darf man nie vergessen bei solchen Konstellationen. 43 Mann jetzt noch in der Gruppe. Sind wieder einige rangekommen, aber ich glaube, die klassischen Sprinter dürften da schon ganz schön gelitten haben. Wir müssen jetzt unseren Zug wieder aufbauen. Bloß keine Zeit verlieren ist die Devise, ganz klar. Mit Keldermann ganz vorne. Lopez und Kemna sollten jetzt eigentlich keine Kraft mehr verlieren. Wir wollen halt keine mehr wegfahren lassen. Da vorne gibt es ja die Attacken. Wir schalten jetzt wieder runter, dass sich Lopez und Kemna ein bisschen erholen können. Gleich geht es aber rein in den Sprint und ich glaube, da sind wir mit Schachmann echt ganz gut mit dabei. So, Lopez und Kemna sollten die gleiche Zeit bekommen wie der Sieger. Ganz vorne wird schon gesprintet, Almeida. Aber wartet mal ab, der Schachmann kommt gleich. Jetzt zündet er den Turbo, aber die vorne halten das durch, das ist ja Wahnsinn. Almeida gewinnt das. Schachmann zu spät angetreten. Wird nur Platz 3 oder 4, wie es aussieht. Dritter wird Benal, Schachmann wird Vierter, das haben wir ein bisschen spät angetreten, aber wir müssen Rücksicht nehmen auf Lopez und Kemna, die hier zum Glück die gleiche Zeit bekommen. Wo gibt es den ersten Zeitabstand? Eventuell hier. Vor Jasper Stuyven, ja, das durfte den Zeitabstand geben. Das heißt, einige hat es erwischt. Namhafte Fahrer, Carthy, können wir vielleicht erwähnen, der liegt aber auch schon 6 Minuten zurück. Also wirklich gute Bergfahrer sind wir hier nicht losgeworden. Bei Rennen in einem gibt es, wie so oft, auf der 8. Etappe der Tour de France. Wir befinden uns hier im Schlussanstieg. Am Ende geht es nochmal ganz schön lang bergab, aber der Berg davor hat schon ordentlich Schaden zugefügt. Wir schauen uns erstmal die Ausreißer an. Ganz vorne ist aktuell Varen Barguil. Dahinter haben wir den Italiener Masnada und dann Wilco Keldermann. Wir haben also den Mann im Bergtrikot in die Ausreißergruppe des Tages geschickt. Und er ist ganz gut unterwegs, also ich glaube, den Masnada holen wir gleich wieder ein. Die beiden haben sich nämlich gerade erst am Fuße des Schlussanstiegs von mir gelöst. Die Gruppe war natürlich viel größer zu Beginn, aber die drei sind jetzt letztendlich übrig geblieben. Es gibt noch, glaube ich, den ein oder anderen, der noch dazwischen hängt. Ciccone und Peters, die haben wir schon abgehängt. Aber dann kommt auch schon bald das Hauptfeld. Das sind noch die ehemaligen Fahrer aus der Spitzengruppe. Und gleich werdet ihr erkennen, hier ist es. Hier sind die Topfahrer aus dem Hauptfeld, die schon im Berg davor attackiert haben, über die Kuppe hinweg. Und wir konnten mit Lopez und mit Kemna nicht mitfahren. Also Almeida, Vingegaard, Pogacar sind die drei, die scheinbar hier bei der Tour de France das Podium unter sich ausmachen. Riesebeck ist ein ehemaliger aus der Spitzengruppe. Und dahinter kommt ja das Hauptfeld bzw. die Gruppe der restlichen Topfavoriten, nachdem die drei hier sich aus dem Staub gemacht haben. Wir haben Schachmann noch mit dabei. Der wird jetzt gleich versuchen, uns vorne wieder ranzufahren an die drei, die uns entwischt sind. Das ist aber gar nicht so leicht, wie es aussieht, denn Lopez und Kemna, die tun sich schwer. Also Schachmann, der muss da schon ein ordentliches Tempo anschlagen, um die drei vorne nicht so weit wegzulassen, beziehungsweise hier keinen weiteren wegzulassen. Der wird aber gleich den Geist aufgeben und Lopez und Kemna sind auch nicht mehr besonders stark. Also eigentlich müssen wir da sogar runterschalten, denn das ist zu schnell für die beiden. Die Gruppe ist noch 28 Mann stark, unter anderem Roglic dabei. Der konnte mit den drei da vorne auch nicht mitgehen. Also die drei werden wir auch nicht mehr einholen. Da gehe ich fest von aus. Schauen wir mal, was ganz vorne passiert. Da hat Keldermann mittlerweile Masnada abgehängt und jetzt ist er drauf und dran, zu Barguil aufzuschließen. Wir müssen da aber den Einsatz trotzdem noch ein bisschen runterschalten, weil wir da auch gleich Platz sind. Schachmann ist auch gleich fertig mit der Welt. Der hat gleich fertig. Und jetzt gibt es direkt die Attacke von Godu. Lopez und Kemna sind komplett kaputt. Das ist ganz schön bitter. Wir versuchen es jetzt noch mit Schachmann uns ein bisschen durchzuquälen, denn die anderen sind auch total kaputt. Und Lopez und Kemna jetzt hier vorne im Wind fahren zu lassen, auch wenn es bergauf geht, ist natürlich nicht die beste Option. 16 Mann sind es jetzt noch. Ah, es ist Wahnsinn. Also die drei da vorne, die werden wir nicht mehr kriegen. Das große Ziel muss jetzt sein, in dieser Gruppe zu bleiben.
Und selbst das dürfte relativ schwer werden. Was ist bei Keldermann passiert? Der hat jetzt zu Bagil aufgeschlossen, ist aber auch ganz schön kaputt. Da würde ich mit dem Einsatz mal ordentlich runterschalten, dass wir mit ihm gemeinsam hier jetzt eine Weile fahren, vielleicht uns ein bisschen wieder erholen können und dann kurz vorm Gipfel doch noch die Attacke setzen. Aber jetzt fährt Bagil plötzlich wieder davon. Der will natürlich auch die Bergpunkte haben. Das wollen wir ihm aber natürlich nicht geben. Zumindest nicht kampflos. Aber es wird eng. Wir gehen jetzt auf 99 hoch und hoffen, dass wir noch überholen können. Gleichzeitig wieder nach hinten schalten. So weit weg sind die Fahrer nicht. Da vorne sind sie. Also wer weiß, vielleicht kann man in der Abfahrt sogar nochmal aufschließen. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Aber hier sind alle kaputt. Also auch Bernal, Soler und Roglic. Alle sind komplett kaputt. Also das macht es dann wieder ein bisschen besser. Ich dachte schon, wir werden hier abgehängt und spielen keine Rolle mehr für die Top 10. Was ist da vorne? Wer holt sich jetzt die Bergpunkte? Da werden wir an Bagil nicht mehr vorbeikommen. Schade. Damit Platz 2 in dieser Bergwertung. Kann auch sein, dass sich Bagil dadurch die Gesamtführung in der Bergwertung geholt hat. Die beiden kämpfen also um den Tagessieg. Wäre natürlich cool, wenn Keldermann hier eine Etappe gewinnen könnte. Dahinter jetzt Schachmann immer noch am Kämpfen. Wäre natürlich super, wenn der auch mit über die Kuppe drüber kommen könnte. Denn dann hätten wir in der Abfahrt drei Fahrer von uns, die nochmal ordentlich Tempo machen können. Also Godu holen wir auf jeden Fall wieder ein. Aber die drei da vorne sind auch nicht weit weg. Also wer weiß, vielleicht gelingt es uns sogar zu dritt noch aufzuholen. Ineos ist auch zu zweit. Also wenn wir da zusammenarbeiten könnten, dann sind die drei wie vielleicht noch aufholbar. Jetzt fahren die über die Kuppe drüber. Wir machen das Gleiche jetzt ebenfalls mit Lopez und Kemner noch ein bisschen Schwung mitnehmen. Und dann 99 und Führungsarbeit voll reinbrettern in den Abstieg hier. Vorne ruhen wir uns mit Kellermann ein bisschen aus. Von hinten droht keine Gefahr mehr. Also Peter und Masnada, die werden nicht mehr rankommen, die beiden Teamkollegen. Wir ruhen uns jetzt hier ein bisschen aus mit Kellermann am Hinterrad von Bagil, denn um die Gesamtwertung geht es eh nicht mehr. Da sind wir weit zurück. Ich würde mich am liebsten schon hinten dranhängen. Genau das machen wir jetzt. Dann haben wir die besten Chancen hier auf den Etappensieg. Und hinten wird jetzt einfach Vollgas gegeben mit 99 und Führungsarbeit. Ich hoffe, dass die anderen mitarbeiten und dass wir den Abstand vielleicht nochmal ein bisschen verkürzen können. Jetzt bleiben wir natürlich vorne. Jetzt geht es hier um den Etappensieg. Sprintfähigkeit, würde ich sagen, ungefähr ausgeglichen. Da gibt es keinen, der es ein bisschen besser oder schwächer kann. Ich weiß gar nicht, ob das Hinterrad jetzt hier unbedingt die beste Methode ist, denn es geht bergab. Jetzt sprintet er tatsächlich schon. Da müssen wir sofort hinten ran und eigentlich schon versuchen, vorbeizusprinten. Denn es geht bergab. Ich weiß gar nicht, ob der da vorne noch einbricht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gewinnt einfach der, der vorne ist. Schade. Hätten wir besser machen müssen. Wieder mal den Etappensieg hergeschenkt. Zweiter Platz für Keldermann. Trotzdem Top-Ergebnis. Ja, hinten fahren die mir zu langsam. Die fahren mir hier echt zu langsam. Das kann doch nicht sein. Vielleicht machen wir es doch wieder so. Da habe ich das Gefühl, dass man schneller fährt. Also Godu haben wir auf jeden Fall wieder eingeholt. Aber es geht zu stark bergab. Da wird fast nicht getreten. Jetzt gibt Lopez mal Gas. Aber wir werden schon Zeit verlieren auf die drei da vorne. Ich glaube nicht, dass wir das noch zusprinten können, das Loch. Wir kommen auch gar nicht richtig nach vorne. Ja, die anderen drei sind da drüben schon. Die werden also auf jeden Fall Zeit auf uns gut machen, beziehungsweise gewinnen. Godu, denke ich, werden wir noch überholen. Jetzt schauen wir mal, die werden vermutlich die Zeit von Pacher hier bekommen oder von Pache. 4 Minuten 47 wären das dann. Ja, da verlieren wir schon über eine Minute. Ja, der Sprint, man kann gar nicht richtig sprinten. Ja, ungefähr eine Minute werden wir verlieren. Schade. Aber gleichzeitig haben wir Zeit rausgeholt. Auch einige Fahrer, gut, Roglic wird die gleiche Zeit bekommen, aber alle, die jetzt erst ins Ziel kommen, die sind raus aus dem Kampf um den Gesamtsieg. Davon können wir ausgehen. Unter anderem auch Alaphilippe oder Isagirre. Mollema ist mit dabei. Toins ist mit dabei. Mas ist mit dabei. Die sind auf jeden Fall raus. Gut gelaufen ist der Kampf um die Bergwertung, würde ich sagen. Da haben wir jetzt mit Bagil den Gegner gefunden. Platz 2 für die Etappe von Kellermann ist auch in Ordnung. Und in der Gesamtwertung haben wir nur auf die drei Besten ein bisschen was verloren. Knapp 15 Kilometer sind es noch bis zur Ziellinie und 12 bis zum Gipfel dieses Schlussanstieges. Wir sind ungefähr in der Mitte, würde ich sagen. Und es ist schon einiges passiert. 20 Fahrer sind noch in dieser Hauptgruppe. Ganz vorne sehen wir jetzt Krohn Andersen und Vingegaard. Die haben sich aus dem Staub gemacht, schon am Berg zuvor. Sehr, sehr riskant. Unter anderem war auch Carapaz mit dabei. Den haben wir aber schon eingesammelt. Der wird wahrscheinlich jetzt sogar durchgereicht. Hier hinten sehen wir ihn, Carapaz, der Gesamtneunte. Berg 81. Also da haben sich einige übernommen.
Wir haben kurz überlegt, ob wir mitgehen sollen, haben es aber nicht geschafft und wollten es letztendlich auch nicht, denn wir sind ordentlich am Leiden gewesen und auch jetzt sehen wir wieder, dass wir uns echt, echt schwer tun. Kemna, Tagesform minus 1 und die Fitness, also die Form bei 87%. Eigentlich sollte das steigen auf 95, 98 oder sowas, aber es passiert einfach nicht. Ich verstehe das immer noch nicht ganz. Lopez steht da bei 93, bei ihm ist die Tendenz wahrscheinlich eher fallend. Deswegen haben wir bei dieser Tour de France wohl keine Chance aufs Podium. Wie sieht es ganz vorne im Rennen aus? Uran, Soler und Godu haben sich mit Luzenko und eben den anderen genannten aus dem Staub gemacht im Berg zuvor. Die gilt es jetzt noch einzuholen. Dann haben wir die Ausreißer mit Parapentre. Das ist der einzige, der übrig geblieben ist. Also der wird sich vielleicht sogar durchsetzen. Das wird ein spannender Schluss. Vor allem für uns, denn Kemna und Lopez, ja, die sind kurz davor abgehängt zu werden, muss man sagen. Und ich weiß noch nicht, für wen von den beiden ich mich entscheiden soll. Deswegen mache ich noch gar nichts. Kemna wird eigentlich steigen in der Form, Lopez wird fallen. Deswegen weiß ich noch nicht, wer am Ende für uns der Beste in der Gesamtwertung sein wird. Klar ist, dass wir ordentlich leiden und jetzt zum Glück dieses kleine Stückchen, dieses leicht bergab, muss man ja schon fast sagen, hier geschenkt bekommen. Das wird uns ordentlich helfen, uns wieder zu sammeln und ein bisschen Kräfte zu bekommen. Jetzt sehen wir hier, dass die anderen abgehängt werden, aber wir werden auch abgehängt. Das ist, wir müssen schneller fahren. Und da weiß ich nicht, ob Kemner das durchhält. Jetzt sind wir gleich oben hier. Und dann wird es ein bisschen flacher. Ich hoffe, dass wir uns jetzt hier wieder beruhigen können. Aber Kemner hat schon eine Lücke. Und hat jetzt gar keinen Balken mehr. Also erholen kann er sich hier in der Abfahrt auch nicht, so wie es aussieht. Das sieht schlecht aus. Lopez muss auch kämpfen, um dran zu bleiben. Von wegen, wir erholen uns in der Abfahrt. Im Gegenteil. Wir müssen hier ordentlich reinhauen, um dran zu bleiben. Und Kemner, ja, der kommt jetzt hier hinten nochmal rein, wenn er Glück hat, aber das wird es dann gewesen sein. Schade. Wirklich schade, auch für Lopez. Das ist nicht unsere Tour de France. Jetzt wird hier nochmal attackiert. Ja, Kemner bleibt nicht viel übrig. Der muss einfach schauen, dass er irgendwie dran bleibt. Und Lopez ebenso. Es sind halt noch 8 Kilometer. Das ist schon echt ein weiter Weg. Immerhin profitieren wir davon, dass sich die anderen Fahrer komplett übernommen haben, die am Berg zuvor attackiert haben. Also Carapaz zum Beispiel und eben auch Luzenko, die werden heute wahrscheinlich ebenso Zeit verlieren. Ja, Kemner muss jetzt einfach kämpfen. Und Lopez ist noch dran. Wenn vorne jetzt das Tempo wieder einschlafen würde, dann wäre das gut für uns, aber es schläft nicht ein. Also Bernal fährt jetzt hier von vorne. Das ist natürlich krass. Hier wird jeder jetzt schon kämpfen müssen. Wir sehen das an den wackelnden Oberkörpern, da kann keiner mehr Kraftreserven mobilisieren. Ich weiß nicht, wie es Pogacar geht. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo der gerade ist. Ist der jetzt vorne rausgefahren? Das hätte ich jetzt übersehen, ehrlich gesagt. Wen haben wir hier? Uran ist noch vorne. Nee, wo ist Pogacar? Wo ist der Mann in Gelb? Das gibt's ja gar nicht. Also das, das ist mir komplett durch die Lappen gegangen. Ich finde Pogacar nicht mehr. So weit zurück kann doch der nicht sein. Den muss ich irgendwie übersehen. Wir schauen jetzt einfach mal ins Klassement, klicken ihn an. Der fährt hier hinten. Mit Almeida. Das gibt's ja gar nicht. Die sind völlig im Eimer. Dann habe ich wohl irgendwas verpasst, einen Sturz oder irgendwas. Die fahren hinten bei Schachmann jetzt mit. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, also hier wird einiges durcheinander gerüttelt. Pogacar war in unserer Gruppe nach diesem Berg der zweiten Kategorie. Vielleicht musste er einfach schon selbst zu viel arbeiten. Aber es sind hier alle im Eimer. Also auch Lopez, der erholt sich jetzt sogar wieder. Und den Uran vorne, den werden wir auch gleich einholen. Aber es sind alle völlig im Eimer. Pogacar verliert heute die Tour de France. Der verliert richtig viel Zeit. Dann ist es gar nicht so schlimm, was hier Kemner und Lopez passiert, muss man sagen. Unglaublich. Und der Ausreißer Parapentre, der wird sich hier wahrscheinlich den Etappensieg holen, weil im Feld der Favoriten alle völlig im Eimer sind. Vingegaard, ich dachte, die werden durchgereicht. Genauso wie Luzenko, weil die attackiert haben so früh. Aber jetzt sind alle so im Eimer, dass das gar keinen Unterschied macht. Kemner kann die Gruppe nicht halten. Lopez kann die wahrscheinlich jetzt gleich auch nicht mehr halten. Ah, es ist schade. Heute eine Plus 5 Tagesform und wir hätten hier alles gewinnen können.
Jetzt fährt Carthy nach vorne zu Oran. Bernal ist auch mit dabei. Da wird jetzt wahrscheinlich gleich was reißen. Ich hoffe, dass wir dranbleiben mit Lopez. Der letzte Kilometer. Gibt es da noch einen Zeitabstand? Das wäre natürlich bitter. Ja, da wird es einen Zeitabstand geben für uns. Das ist auch in Ordnung, denn wir können einfach nicht mehr mitfahren. Aber nur ein paar Sekunden. Und damit ist es in Ordnung. Kemner verliert auch nicht so viel, vielleicht 2 Minuten. Aber richtig krass ist halt wirklich, was mit Pogacar passiert. Der müsste immer noch hinten bei Schachmann sein. Unfassbar. Schachmann kann jetzt hier Pogacar davon fahren. Schaut euch das mal an. Also, der hat wahrscheinlich keine gute Form und ist wahrscheinlich auch einfach nicht gut gefahren heute strategisch. Anders kann ich es mir nicht erklären. Gestürzt. Wenn er gestürzt wäre, hätte ich das wahrscheinlich mitbekommen. Wahnsinn, jetzt stürzt Ackermann. Meos ist gerade mit einer Reifenpanne unterwegs gewesen. Ackermann, da ist die Frage, steht er noch auf? Ja, der steht noch auf. Zeitlich werden wir es schaffen. Da kann Meos jetzt gleich mit Ackermann fahren, das ist doch super. Zeitlich werden wir es schaffen, haben wir also nichts zu befürchten. Ja, jetzt fahren wir noch die flache Etappe und dann schauen wir uns die Gesamtwertung an. Die 10. Etappe der Tour de France endet wie erwartet in einem klassischen Massensprint und wir sind mit unserem Pascal Ackermann richtig gut positioniert. Schaut euch das mal an. Das Feld ist noch 148 Mann groß. Die Sprinter sind in Position gebracht worden. Unser Zug funktioniert perfekt. Der deutsche Meister Ackermann hat jetzt die Chance, seinen ersten Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France zu feiern. Letztes Jahr haben wir es ja geschafft, mit ihm eine Etappe zu gewinnen. Dieses Jahr soll das bitte ebenfalls so sein. Der Wind wird jetzt gleich zu einem Gegenwind. Das ist aber relativ egal, denn wir haben genug Manpower, um das durchzustehen. Ja, Meos verliert jetzt ein bisschen den Anschluss. Das ist dann durchaus schon ein Problem. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das durchhalten können. Jetzt ist es ein Wind von links hinten. Das ist schon deutlich besser für uns. Die Konkurrenz schläft aber nicht. Wir haben Bonifacio, den dürfen wir eigentlich im Griff haben. Gaviria wird schwierig. Philipsen ebenfalls natürlich richtig schneller. Aber das Gute ist, Juhn und Grönewegen, Viviani, Nizzolo, die sind alle ein bisschen weiter hinten. Hier haben wir Bennett, der aktuell schnellste ist im Feld. Aber der kommt jetzt auch mit einem Riesenspeed nach vorne. Sein Anfahrer von Poppel hat auch Sprintwert 76. Ja, wir müssen jetzt mit Ackermann vorbeiziehen. Das Problem ist, es sind noch 1,2 Kilometer. Ich bin mir nicht sicher, ob er das durchhält. Und er hat eine ganz langsame Geschwindigkeit. Schaut euch das mal an. Da ist Bennett jetzt schon vorbei und Grönewegen kommt auch schon. Von wegen, wir sind zu weit hinten. Tja, chancenlos sind wir. Sagan zieht auch noch vorbei. Viviani gewinnt am Ende. Wir werden nur Achter mit Ackermann. Also das ist enttäuschend. Auch in der Gesamtwertung sieht es nach den heutigen Bergetappen, vor allem der 9. Etappe, nicht mehr so gut aus. Vingegaard führt mit 47 Sekunden vor Roglic, mit 1 Minute 9 vor Bernal. Lopez ist Achter mit 2,42 Rückstand. Kemner 9. mit 3,19. Der große Verlierer dieser Session ist definitiv Tadej Pogacar. Der hat jetzt fast 6 Minuten Rückstand und war eigentlich souveräner Führender. Also da ist einiges passiert in dieser Session. Bei Kemner sieht es besser aus. Die Kondition ist jetzt bei 88. Bei Lopez ist sie auf 92 runtergegangen. Also die werden sich jetzt entgegengesetzt entwickeln. Lopez wird bald unter 90 fallen und Kemner müsste eigentlich in der letzten Woche seine Topform erreichen. Ob das funktioniert, werden wir sehen. So oder so kämpfen wir mit beiden um die Top 10. Relativ, ja, knapp dürfte es werden, denn viel mehr wird nicht möglich sein. Aufs Podium werden wir nicht kommen. In der Sprintwertung wird es ebenfalls so sein. Da haben wir mit unserem Sprinter Ackermann überhaupt keine Chance. Die Etappe gerade eben hat das eindrucksvoll bewiesen, dass wir im Massensprint chancenlos sind, wenn wir gegen die Besten antreten müssen. In der Bergwertung werden wir mit Wilco Keldermann um das Bergtrikot kämpfen. Das ist ganz klar. Das wollen wir gewinnen. Nachwuchswertung spielt keine Rolle. Teamwertung führen wir an. Auch die wollen wir gewinnen. Weiter geht's in der nächsten Session mit der 11. Etappe. Da werden wir dann schauen, wie weit wir kommen. Bestimmt bis Etappe 14 oder 15. Das werden wir dann aber in der nächsten Aufnahme besprechen. Schaltet wieder ein, denn die Tour de France wird noch spannend. Die bleibt spannend, das garantiere ich euch. Schaltet also wieder ein, wenn es wieder heißt. Slevin streamt Sport.